Hallo, dies ist wieder Exi. Und weiter mit The Legend of Zelda Ocarina of Time. Wir finden uns momentan im Schattentempel und haben in der letzten Folge schon den Verliesgegenstand, die Gleitstiefel, erhalten. Ein neues Paar Schuhe, die uns, ja, auf dem Boden herumrutschen lassen und uns ermöglichen, über kleine Distanzen in der Luft zu laufen. Und da sehe ich schon, dass wir da einen Gegner vor uns haben. Dann kriegen wir uns dessen doch gleich mal. Was brauchen wir denn am wenigsten? So. Das ist auch nicht verkehrt. So. Er sieht uns so ähnlich. Bitteschön. Bitte was? Ah. Schon eher. So, das wäre so eine Stelle, an der Navi grün wird. Das bedeutet, wir müssen ein bestimmtes Lied spielen. Ich glaube, es war Zeldas Wiegenlied. Und dann würde da eine Fee erscheinen. Ach ja. Wieder so ein toller Raum, in dem man Juwelen sammeln muss. Hm, wenn ich mich so weiterhin so gut anstelle... Der Raum, in dem ich krepieren werde. Da haben wir wieder so ein Bild. Da will ich nicht hin. Geht's einfach mal davon aus. Ja. Lass mal da mal die eine Sichel vorbeischnellen. Nee, so nicht. So, bis wohin können wir denn? Das dürfte schon gehen. Nee. Na, die reichen ein kleines bisschen weiter als da in dem Kreis, aber hier geht's. So. Ja, dieselbe Taste, nicht A. Mach ich denn? Ja, wie man dann sowas gleich wieder merkt, ist es wieder eine neue Aufnahmesitzung. So, das machen wir jetzt ein bisschen schlauer im Rahmen unserer Möglichkeiten. Ja. Ob das nun schlauer war, kann man sich darüber streiten. Nee, da braucht man sich nicht streiten, das war doof. Wir müssen noch eine Runde drehen. Entschuldigt. So. Ach, verdammt. Dachte, ich käme drunter durch. So. Ach so, das Tor mit dem Bild drüber hat sich geöffnet. Wäre jetzt nicht drauf gekommen. So. Ich mag ja sonst Sensen, aber nicht auf die Weise. Moment. Nee, da ist nichts zu runterfallen. Okay, selbst im schlimmsten Fall würden wir ohnehin noch kurz in der Luft bleiben. Ein kleiner Schlüssel. Ist ja das Schöne an den Gleitstiefeln, selbst wenn da irgendwo so eine Falle wäre... Wir würden trotzdem noch kurz in der Luft bleiben. Sag ich doch. Ah. Ja, aber ich schätze mal, dass wir wenigstens einmal sowieso nach unten müssen. Von daher. Tschüss, Bild. Ach, hier sind wir. Okay. Dann müssen wir hier noch nicht hin. Hab mir ja gerade gesehen, da ist wieder so ein Fels mit einem Mond drauf. Das heißt, wir müssen ihn irgendwann einmal zur Seite schieben. Und auch wieder gut, wie ich einfach komplett ohne Kommentar da an der... ich komplett ohne Kommentar da durch die eine Wand durchgelaufen bin. Ja, da merkt man halt, dass bestimmte Dinge in dem Spiel einfach ein bisschen selbstverständlich geworden sind. Naja, nicht nur ein bisschen. So, der Gegner ist natürlich wieder da. Und weg mit dir. Danke für die Bomben. Ich denke mal, gerade durch wäre der offensichtlichste Weg, deswegen gehen wir jetzt erstmal alle anderen ab. Ach nein. Ach nein! Ja.
Moment, das müsste doch bei denen auch funktionieren, oder? So. Ja. Lasst es regnen als Verteidigung gegen die Zombies. Fast. Fast, Xi. Fast. Nein, das war ein anderes Spiel. Das wollte ich. Nee, wegteleportieren wäre an dieser Stelle auch nicht so gut. So. Da hatte ich schon richtig im Kopf, dass das hilft. Scheiße. Hätte mich hinter die Mumie stellen sollen. Oder einfach was ganz anderes machen. Naja. Dann halt nochmal. Den Schlüssel haben wir ja trotzdem noch, oder? Yep. Das heißt, die Sache müssen wir schon mal nicht mehr machen. Ich hatte es nie darauf angelegt, ohne Tode hier durchzukommen. Von daher gräme ich mich da jetzt gar nicht sonderlich. Sondern mach einfach... Ja. Sondern mach einfach weiter. Und irgendwann sind wir dann schon am Ende. Ach, so schön, dass es gerade so reicht, dass wir uns festhalten. Aber naja. Hat ja trotzdem funktioniert. Nee, bei den Mumien glaube ich, da gibt es eine vernünftigere Lösung. Die werde ich jetzt auch gleich mal ausprobieren. So, erstmal wieder. Erstmal frieren wir sie wieder ein und dann habe ich eine Idee, was man gegen die Burschen hier machen könnte. Mal sehen, ob das funktioniert. Ich habe das vorher nie ausprobiert, muss ich sagen. Ich habe nämlich jetzt einfach mal vor, ich möchte jetzt keine Magie verschwenden. Aber mal sehen, geht das? Ja, wenn ich im richtigen Winkel bin. Nee. Okay, dann verschwendet mal doch ein bisschen Mana. Aber ich möchte mal sehen. Okay. Die andere bewegt sich wahrscheinlich schon wieder. Daher. Ja, einfach hinter sie stellen. Ja, ich hätte jetzt gedacht, dass vielleicht die Feuerpfeile hier was helfen würden. Oder eben durch die Flammen entzündenen Pfeile, aber nö. Das ist anscheinend nicht effektiv genug. Ich hätte mir halt gedacht, ja, Mumien. Einbalsamierte und ein bandagierte Tote hätte vielleicht ein Problem damit, wenn man sie anzündet, aber nö. Offenbar nicht. Sei es wie es wolle. Sie sind erledigt und wir bekommen... Naja, den Verliesgegenstand haben wir uns schon geholt, daher kann das nichts Tolles... Warum steckt der Deckel der Kiste in der Wand? So, jetzt haben wir den Kompass auch. Sehr schön. So, jetzt kann man sich's aber denken. Jetzt hat man zwei Wände, zwei Steinwände, durch die wir einfach durchlaufen konnten. Dann gibt's natürlich aber auch noch eine Wand, die nicht durchlässig ist, sondern die wir halt sprengen müssen. Und ich sehe gerade, das sind keine Felsen, das sind Schädel. Ich hoffe, das fällt jetzt nicht unter Totenschändung. Leichenschändung. Naja. Aber auch wenn wir den Verliesgegenstand schon lange in unseren Besitz gebracht haben... Hallo, Skulltulla. Das war eine interessante Reaktion gerade. Haben wir noch lange nicht die Hälfte des Tempels hinter uns gebracht.
Da kommt schon noch einiges. Und eine Stelle ist mir, als ich letztens darüber nachgedacht habe, wieder eingefallen. Die könnte eventuell sogar ein bisschen länger dauern. Je nachdem, wie ich mich anstelle. Ich meine, ich weiß mittlerweile ungefähr, wie ich mit der entsprechenden Situation umzugehen habe, aber... Naja, ihr habt ja gesehen, wie ich spiele. Jetzt nicht unbedingt von höchster Qualität. Sag ich doch. Gibst du mir bitte ein Herz? Oh, du gibst mir sogar 3 davon. Dankeschön. So. Jetzt kommen wir so langsam in den Bereich des Schattentempels, bei dem man merkt... Ja... Hier kann es durchaus sein, dass Leute gefoltert wurden. Willst du mich verarschen? Warum habe ich da jetzt nicht getroffen? Danke für das Herz. Trotzdem frage ich mich, was das gerade schon wieder sollte. Das Einzige, was mich jetzt ärgert, ist die Tatsache, naja, dass wir halt jetzt die ganze Zeit wieder... Die Meldung hatten wir schon mal. Heißt im Klartext einfach nur wieder, hey, irgendwann kommt wieder so eine Schattenhand von oben herunter. So. Nö. Ja, und hier haben wir den Grund, warum wir diese Schuhe definitiv anbehalten sollten. Okay. Und da habe ich meinen Grund, warum ich sie gelegentlich wieder ausziehen sollte. Der Kampf gegen die Stalfos wird dann doch ein bisschen anstrengend. Oh Gott. Ja, Kamera, wie wär's? Aha. Drei Sprungattacken und 4 normale, ich erinnere mich. Aha, warum auch immer die... Wow, zwischendurch. Das finde ich natürlich dann auch noch super, wenn zwischendurch die Steuerung streikt. Ja... Da konnte ich jetzt nicht wirklich zurückweichen. Muss ich den an der Stelle überhaupt besiegen? Ich schätze mal schon, damit irgendeine Kiste erscheint. Wahrscheinlich eine Kiste mit einem Schlüssel. Und die Schlüssel brauche ich natürlich. Na super. Nee, das ist gemein. Ich glaube gegen den Stalfos. Ja, mein Gott, ich war hier doch schon mal. Schon schwierig, eine einzige bullsche Variable festzulegen, die entscheidet, ob ich da schon mal durchgegangen bin oder nicht. Wahrscheinlich darf ich mir jetzt, obwohl ich hier runtergefallen bin, nochmal anhören. Einfach nur ganz zur Sicherheit, damit ich mich auch ja erinnere. Natürlich. Eine Textbarriere. Wie schön. Ja, habe ich auch schon gemacht.
Danke. Aber der Weg ist noch freigesprengt. Das heißt, wenn ich jetzt hier einfach so vorbeilaufe, dann muss ich diesen Gegner auch nicht besiegen. Dankeschön. Ja, ja. Wie auch immer du da oben in der Wand Platz findest, aber naja. Vielleicht ist da ja ein unsichtbarer... Vielleicht ist das da oben ja eine Zurückbildwand. Ah ja. Das sind schon riesige Viecher, ne? War die schon hier? Und jetzt, weil ich einmal die Güte bekam, dass mir Herzen geschenkt wurden, passiert es nun natürlich nicht mehr. Warum? Ach, kann ich die nicht je einfach... Warum mache ich mir überhaupt die Mühe? Na, jetzt kriege ich keine Herzen mehr. Das ist doch unglaublich. Aber ja, das mit dem Enterhaken merke ich mir zukünftig. Grüe gibt's ja auch keine, ne? Nee. Ja, aber dafür solche Gegner. Okay. Ja. Super. Danke. Er kam denn auf die tolle Idee, da ein Stalfos hinzusetzen? Ernsthaft? Gehirn gleich wieder tot. Ja, von wegen, wir haben die ganze Sache hier in absehbarer Zeit erledigt. Das kann ich hübsch vergessen mit solchen Aktionen. Aber gut, ich habe wieder dazugelernt. Ja, ja. Ich habe wieder dazugelernt. Weiß, die Skulltulas kriege ich jetzt mit, kriege ich mit dem Enterhaken wesentlich schneller erledigt. Und mit diesem Wissen kriegen wir die ganze Sache hier zukünftig schneller und schmerzfreier hin. Tja. So, dann kommt mal her. Wo war die nächste? Hier direkt, ne? Und hier war gleich die nächste. Und die letzte. Genau. So. Und rüber. So. Wie schon mal erwähnt, ich muss ja nicht alles unbedingt mit dem Schwert erledigen. Das muss ja nicht sein. Aha. Ach komm, die Skulpturen sind natürlich wieder da, ne? Natürlich sind sie das.
So eine Zeitverschwendung. Eine dumme Zeitverschwendung. Nur weil mich diese Klinge jetzt gerade noch so mit dem letzten Pixel erwischt hat. Aber ja, ich hab's beim Laufen schon gemerkt, dass ich irgendwie ein bisschen zu langsam war. Und habe ich jetzt das Herz hier oben tatsächlich nicht mitgenommen? Ich dachte, ich hätte es eingesammelt. Ja, Leute, ich kann das gerade selber nicht so ganz fassen, aber... Ja, und natürlich kriege ich dann auch kein Herz mehr. Ist das alles gerade wieder eine Trauer. Ist das gerade wieder traurig. So. Danke. Danke. So. Nächste Runde gegen den Stalfos. Ja, ich verstehe schon langsam, wie die agieren. Gehen wir so eine gewisse Drehung um mich herum. So eine Vierteldrehung ungefähr. Ja, eine gewisse Drehung um mich herum und dann... Yay. Ach, es hat natürlich nichts gebracht. Da drüben irgendwas. Ich kann auf jeden Fall rüber. Und jetzt, wo ich nicht mehr kämpfen muss, wechsle ich aber lieber wieder hier rauf. Fühle mich irgendwie sicherer, wenn ich einfach weiterlaufen kann und nicht immer wieder hüpfen muss. Ach, sind wir schon in dem Raum. Super. Ganz toll. Denn hier ist natürlich auch wieder, man hört es ja schon. Na komm. Ja. Auch recht. So, die erledigen wir gleich vorher mal. Hast du ein Herz für uns? So, den Raubschleim können wir gleich mal zu erledigen. Keine Lust, dass der mir irgendwie auf die Nerven geht. Passt schon. Ah, dachte ich mir schon. Stellt sich lediglich die Frage... Was muss ich tun, damit dieses Gitter sich öffnet? Ah ja, vielleicht die ganzen Fledermäuse einfach erledigen. Hängt hier zufällig noch eine? Nö. Aber dich gibt's noch. So. Oh, ja, war's tatsächlich. Und immer wieder muss dieses Bild gezeigt werden. Warum auch immer. Ernsthaft? Naja gut, für den Zweck will ich das dann doch mal machen. Thank you.
Tja. Ach, so eine Sache, die ich in der Vergangenheit nicht so unbedingt für möglich gehalten hätte, dass ich sowas tatsächlich mal in Anspruch nehmen möchte. So. Rein mit uns. Ah ja, die andere Kiste ist wahrscheinlich unsichtbar. Naja, 5 Rubine, von wegen. So. Ernsthaft? Pfeil. Ja, okay, man macht's auch für eine Skulptur, aber... Ja gut, dann hat sich das hier nicht gelohnt. Aber es hätte ja sein können, dass in einer der Kisten ein Schlüssel drin ist. Yay, ich habe die unsichtbare Kiste geöffnet für Pfeile. Na toll, dann ist der Stahlfoss ja jetzt auch wieder da, oder? Wenn der vorher nichts gebracht hat. Gut, ich meine, theoretisch könnte ich vor dem Stahlfoss auch einfach flüchten, wenn ich wollte, aber... Au. Upp, so in der Art. Upp. Lass mich in Ruhe, Stahlfoss. Lass mich in Ruhe. Upp. Das war deutlich zu knapp. Naja, lach du nur. Solange du uns nicht gerade hinterhergesprungen kommst, das hätte ich nicht sagen dürfen. Autsch. Einfach ein bisschen schön austänzeln, die Dinger. Und dein Geräusch ist kaputt. Danke für die Zwischensequenz, die hat mich aufgehalten. Nein. Aber das fällt mir nicht auf. So nicht, Spiel. Einzig, was ich jetzt noch kurz schauen möchte, da war doch noch was anderes hier im Raum, oder? Ja, da ist noch eine andere Plattform, aber komme ich da ohne weiteres rüber? Naja, schauen wir erstmal hier lang. Naja, jetzt sind wir in dem netten Raum. Nur der, der die Augen der Wahrheit besitzt, wird Schutz vor den tödlichen Stacheln finden. Heißt, tada. Da haben wir wieder ein Steinchen. Da schaue ich aber lieber gleich mal dahinter. Okay, wir haben hier nichts. Oder? Nee, ist wirklich nichts. Trotzdem schauen wir mal. Wo kann ich noch nicht, oder? Nee. Der ist noch zu hoch für uns. So, das mit den Stacheln ist so gemeint. Das Böse ist jetzt allerdings... Wir müssen natürlich darauf achten, dass uns die Stacheln hier nicht erwischen. Dass uns aber auch gleichzeitig die anderen Stacheln nicht erwischen. Damit wir da auf die andere Seite rüber können. Ja, dann müssen wir halt erstmal den richtigen Punkt finden. Man sieht ja, der Stein ist breit genug dafür. Jetzt warte ich mal lieber, bevor mich das Stachelteil am Ende noch erwischt. Das wäre unpraktisch. So. Okay. Jetzt hauen beide drauf. Dann können wir hier schon mal durch. Dann schaue ich jetzt erstmal. Das Skulltulle interessiert uns nicht. Aber das Ding hier interessiert uns sehr wohl. Ein Schlüssel. Pfeile und diesmal nur 2. Super. Na gut. Dann ziehen wir den... Oh, ich sehe gerade, der Stein ist noch... Vielleicht ein bisschen mehr Platz hinter mir. So. Jetzt ist er schön in der Mitte.
Nein, ist er immer noch nicht, aber egal. Jedenfalls sehen wir, dass da der Boden ein wenig erhöht ist. Also ziehen wir den jetzt einfach mal hier hinter und schauen, ob wir da dann vielleicht drauf können. Der gnädige Herr Link sich dann mal traut, da hochzuklettern. Yep. Den Ziegelstein mehr hat's gebraucht, damit Link da hochgeht. So. Ja, wir sehen auf der Karte ja, dass sich hier auch noch Kisten befinden. Der war unnötig. So. Danke. Halleluja. Aber ich sehe gerade, die Folge ist schon wieder zu Ende. Na gut. Na gut. Ja. Haben wir noch einen Schalter. Der macht uns hier wahrscheinlich irgendwo was auf. Aber ich würde sagen, das sehen wir uns in der nächsten Folge bei The Legend of Zelda Ocarina of Time an. Ich bin Xi. Bis dann, Leute. Ciao.